Hallihallo Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Folge Jedi Fallen Order. Wir sind letztes Mal hier stehen geblieben. Nicht gerade ein schöner Ort eigentlich, aber wir müssen ja hier irgendwie durch. Und unser Lichtschwert wurde abgenommen, wir sind gefangen genommen worden. BD! BD? BD1! Bist du das? Da bist du! Bist du okay? Ich hol dich da raus! Fragt sie nur wie, mein Lieber, fragt sie nur wie. Okay, das hat sich da jetzt geändert. Okay, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist auch eine Sackgasse. Und wie sollen wir den jetzt da rausholen? Hier spielt niemand. Hilfe. Okay, das Kabel hängt jetzt so. Jetzt können wir das vielleicht irgendwo hier einhängen. Nee. Nirgends. Na, hier sollten, hier bleiben wir stehen, okay. Nein. Begrenzt. Ich habe leider keine Idee. Wo das Einstück? Da oben. Da müssen wir hin. Wie sollen wir denn da hochkommen? Ich weiß wie. So. Und jetzt kommt bei Fuß. Wir sind ja nicht doof, Freunde. Hey, mein Freund. Hey. Oh, ich freue mich auch, dich zu sehen. Ich nehme dir mal den Halterbolzen ab. Die Idioten. Arme Droiden. Schnell raus hier, bevor uns dasselbe passiert. Gute Arbeit, BD. So, haben wir es doch geschafft, Freunde. Seltsam. Aber egal. Ich vermute, hier geht's raus. Danke, BD. Sehr gut. Dann sind wir hier wieder zurück. Und zack, einstöpseln. Sehr gut. Hörst du? Da ist wohl doch jemand zu Hause. Hey, ich kenne diese Band.
speichern wir erstmal hier vorher. Eieieiei. So. Und wer bist du? Wer ich bin? Ich bin John Corvo, Baby! Ich bin der Boss dieser Operation! Du musst Greasy 4 andanken, der hat uns beide zusammengebracht. Das werde ich, sobald wir hier raus sind. Wir haben heute einen besonderen Herausforderer im Ring. Einen Verstrecker aus einer längst vergangenen Epoche. Einen Jedi! Mal sehen, was er drauf hat. Oh, er braucht noch sein Baby. Du willst eine Show? Dann bekommst du eine Show. Ich bin zurück, Blut und Moneten. Heute zelebrieren wir die gefallenen Herausforderungen der Vergangenheit. Und das von ihnen erbrachte Opfer. Denn es macht Spaß. Schon okay. Ich hab noch mehr. Das kriegst du ganz schnell raus. Warum kommst du nicht runter und kämpfst selbst? Wollte ich gerade fragen. Ich muss doch meine Credits zählen. Ah ja. Redet echt so viel. Leichte Freund. Was hat er gerade gemacht? Schick mir mehr! Davon habe ich noch viel mehr. Ah, Hilfe! Ich brauche ein Stimbidi. Könnt ihr euch nicht gegenseitig bekämpfen und anstatt mich? Na, kommt mal hier mal hin. Da solltest du Messer holen. Da ist aber jemand. Mehr hast du nicht drauf? Das Beste kommt erst noch. Oha. Unsere nächsten Herausforderer kennst du. Die Aktion Blut lässt zum Angriff. Das hat wehgetan. Endlich mal einmal auf Augenhöhe. Ich hab tatsächlich getroffen. Fang mich doch. Jetzt geht's richtig los. Wer will noch
nochmal, der hat noch nicht. Na komm her, ich block dir alles ab. Du bist erledigt. Du kannst dich nie nicht weglaufen. Genau wie in den Klonkriegen. Hast du was? Sehr gut. Was soll das sein? Es ist die Mantis! Zerstört sie! Es gibt keine Kugel! Ich werde euch durch die ganze Galaxis jagen, wenn es sein muss! Schnell weg hier. Weg hier, Freunde! Puh. Hey, Grace. Du bist berühmt da unten. Ja, die sind echt hässlich, was? Riechen wie altes Droidenöl. Aber du bist okay. Ja, eine durchaus vermeidbare Komplikation. Zum Glück bist du jetzt da. Es gibt noch eine Komplikation. Das Imperium weiß von dem Holocron. Das ist nicht gut. Die gesamte Mission ist dadurch in Gefahr. Und ich hatte einen Plausch mit der zweiten Schwester. Trilla. Was hat sie gesagt? Sie sagte mir, ihr habt sie ans Imperium verraten. Ist das wahr? Sie würde alles tun, um die Mission zu gefährden. Ist das wahr? Sie war meine Schülerin. Vor der Auslöschung. Das hättet ihr mir sagen müssen. Da kommt eine verschlüsselte Botschaft von Kashyyyk. Marie? Kerl, wir haben Tafu. Und er ist bereit, dich zu treffen. Das ist nicht alles. Das Imperium hat uns in der Raffinerie überrannt. Saw ist daraufhin abgerückt. Einige von uns sind bei den Wookies in den Wäldern. Sei vorsichtig. Du auch. Später. Später. Das ist unsere Spur. Okay, sehr gut. Alles kommt wieder in Ordnung. Das stimmt, dass alles wieder in Ordnung kommt. Los, wach auf. Können wir reden? Was? Können wir reden? Ich weiß ja nicht, was da abgeht zwischen dir und ihr. Ich vermute, es ist irgend so ein krasses Jedi-Ding. Aber ich fürchte, der Zeitpunkt ist nicht der beste. Das geht dich überhaupt nichts an. Doch, es geht mich was an. Wir ziehen das doch gemeinsam durch, oder? Hey, Kerl. Ich habe einen Fehler gemacht. Und du wärst beinahe gestorben. Tut mir leid. Aber wir machen doch alle Fehler, oder? Gut, du vielleicht nicht. Oh Mann. Hey, sei nicht so streng mit ihr. Du musst es ja nicht für mich tun, aber ihr beide seid das Allerbeste, was mir hier passiert ist. Bevor du gekommen bist, wollte ich nur ein gutes Blatt und eine Glückssträhne ab und zu. Ich bin ein Spieler. So siehst du auch aus. Das Leben ist aber kein Spiel. Bevor ihr da wart, ist es mir immer nur um mich selbst gegangen. Und Geld wie Heu. Jetzt ist das nicht mehr so. Oh Mann. Aber wir haben ja alle unsere Geheimnisse irgendwie. Wir müssen alle schon irgendwas hinnehmen. Wählst du unser nächstes Ziel? Folg deinem Instinkt.
Na dann, auf einer Kashyyyk, würde ich mal sagen. Wissen Sie, trotz der vielen Action mit Ihnen beiden, sehe ich mir immer noch gern die Spiele an. Solange Sie Ihre Gewohnheiten im Griff haben. Oh ja, nein, natürlich. Ich bin nur ein Zuschauer, keine Wetten oder sowas. Kein gar nichts. Wirklich? Ja, mir geht's nur um die Unterhaltung. Nichts ist schöner, als ein paar primitiven Grobiane beim Kämpfen zuzusehen. Coole Moves und hohe Gewalt. Ja! Captain, ich bin beunruhigt angesichts Ihrer Begeisterung für eine derartige Barbarei. Barbarei. Oh, ja, also, das ist wahr, völlig barbarisch. Aber trotzdem irgendwie unterhaltsam. Hier rüber, Junge. Wir landen gleich. Na dann. Let's go. Oh Mann. Normalerweise würde ich meine Zeit nicht mit Aufständischen verschwenden. Oh. Aber ich suche einen Jedi-Padawan. Und ich weiß, der war hier. Oh. Joystick und Marie haben den Weg zum Treffpunkt mit Tarful markiert. Ich freue mich, dass du sicher bist. Ich konnte leider nicht früher kommen, aber ich habe Kashyyyk nicht aufgegeben. Es ist gefährlich hier. Saw ist schon weg. Die Verluste sind einfach zu hoch. Nein, ohne euch sind die Wookies chancenlos. Nicht ganz. Marie bleibt mit Joystick und Tarful hier, zusammen mit einem Teil der Truppen. Und du? Mein Kind hat bereits einen Elternteil verloren. Ich kann nicht bleiben. Aber ich und die anderen werden einen Weg finden, für die Sache zu kämpfen. Mach's gut, Marianna. Marie sagt, ihr wurdet überrannt. Ich ahnte nicht, dass es so schlimm würde. Mit dem Imperium ist es immer so schlimm. Aber noch hast du eine Chance, alles zu meistern. Ich werde euch helfen. Du hast schon so viel getan. Danke, Cal. Na dann, gucken wir mal, wo wir hin müssen, Freunde. Ah, hier hinten hin müssen wir. Okay. Ich würde sagen, nehmen wir mal die Abkürzung mit der Bahn. Schön mit dem Zug fahren. Ach ja. Ist ja auch schon gleich wieder vorbei, unsere Zeit, Freunde. Eieiei, so schnell vergeht die Zeit. Und da sind wir auch schon. Auweia. Gut, dann fahren wir damit wieder runter mit dem Fahrstuhl. Und dann gehen wir mal hier lang. Hörst du mich? Ich habe deine Funkfrequenz von Tyr.
Marie, bist du okay? Oh, das Spiel hat sie aufgehängt von da. Mir geht's gut, aber zu vielen anderen nicht. Hat Mirianna dir die Koordinaten gegeben? Hat sie. Bin unterwegs. Gut, wir sind gleich dort, können aber nicht lange bleiben. Das Imperium sucht uns. Ich komme so schnell ich kann. Leute, könnt ihr mich kurz in Ruhe lassen? Hey, BD, hilfst du mir mal? Großartig. Willst du mal reinsehen? Was hast du da? Sind wir denn hier überhaupt richtig? Ja. Gut. Sehen wir uns das mal an. Werfen wir einen Stim zu, BD. Ja, ich bin lieber vorsichtig hier, in diesem hohen Gras. Nicht, dass wir plötzlich überrannt werden. Oh, wir sind schon dann vorbei. Müssen wir nicht lang. Wir sind hier lang. Ah ja. So Freunde, da vorne haben wir dich darunter. Bleib bei mir, BD. Die sehen schnell aus. Uns mal hier schnell aus, Freunde. Meditieren wir mal eine Runde. So. Und damit endet auch die Folge für heute. Danke, dass ihr dabei wart. Möge die Macht mit euch sein. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Hey, mein Freund.